Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen, aber feinen Vlog von einem Ereignis, was ich schon sehr herbeisehne. Ich bin gerade erst aufgestanden und dementsprechend sehe ich natürlich noch aus. Um 15 Uhr ungefähr werde ich losfahren Richtung CineStar in Düsseldorf, wo ich gemeinsam mit ein paar Zuschauern einen Kinotag geplant habe unter dem Pseudonym Community-Treffen. Denn ja, es ist tatsächlich so, das allererste Mal werde ich Leute von euch, ja, geplant treffen. Und wir schauen uns gemeinsam Fantastic Beasts im Kino an und ich freue mich so gigantisch doll drauf. Um 15 Uhr werde ich gleich losfahren. Ich werde jetzt noch ein bisschen frühstücken, mich noch ein bisschen fertig machen, vielleicht noch die eine oder andere Folge Let's Build Hogwarts aufnehmen. Und ihr werdet mich heute so ein bisschen den Tag begleiten, weil ich das Ganze hier mit der Kamera festhalten werde. Ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß dabei. So, ich sitze jetzt endlich im Auto und mache mich jetzt auf dem Weg zum Kino. Ich bin so mega gespannt, Leute, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Ich weiß halt nicht, was mich erwartet, ich weiß nicht, wie viele Leute kommen und ich bin natürlich auch mega gespannt auf den Film. Ich möchte jetzt auch lange nicht so lange um den heißen Brei quatschen, sondern mache mich jetzt auf jeden Fall auf dem Weg, denn das Wetter ist auch relativ bescheiden, ich zeig's euch gleich nochmal, aber das ist wirklich, ja, perfektes Kinowetter, kann man schon sagen. Guckt euch das Wetter an, Leute. Das sieht ja wohl richtig, richtig ekelhaft aus. Überall dunkle, graue Wolken. Oh je, gut, dass wir nachher alle im Kino sitzen. So, wir sind jetzt hier im Kino. Sag mal hallo. Hi. Und ja, wir gucken uns gleich Fantastic Beasts an, Leute. Ich bin so mega gespannt darauf und ich glaube, das seid ihr auch, oder? Ja. Ja, ich denke auch, ne? Also wird richtig cool und ich werde heute euch so ein bisschen mitnehmen und mal schauen, wie das Ganze so wird. So, ich habe hier jetzt einmal Bertie Bott's Bohnen verteilt und ich zeige einmal ganz kurz, was hier jeder für eine Sorte hat. Und das muss natürlich alles gleich live verkostet werden. Ja. Oh, das sieht auch sehr gefährlich aus. Das sieht auch sehr gefährlich aus. Und das sieht auch nicht gerade ungefährlich aus. Und ich habe so eine hier. Würde ich mal sagen, sollen wir es alle einzeln machen oder alle zusammen? Oder? Einzeln. Zusammen, okay. So, dann würde ich mal sagen, Mahlzeit, Leute, und rein damit. Ich hatte Glück. Ich auch. Reiß den Laden ab. Ich glaube, ich habe einen Tutti Frutti. Ich kann es nicht definieren, ich habe, danke an Max Körner. Danke an Max Körner, dass du mir die geschickt hast. Auf jeden Fall danke, aber hatte ja, jetzt danke. Wer hatte noch was Ekliges? Was hattest du? Was war das? Grün, warte, ich gucke jetzt mal sofort nach. So, freut ihr euch auf den Film? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Super. Dann wird es, denke ich, jetzt gleich losgehen. Hoffentlich. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ein relativ schneller Cut jetzt gerade. Boah, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen, Leute. Das Community-Treffen war so extrem fantastisch, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Und es war so fantastisch, dass ich das Vloggen vollkommen vergessen habe. Mal ganz abgesehen davon, dass ich eigentlich auch kein Vlogger bin und dementsprechend natürlich ja nicht so trainiert darin bin, alles aufzunehmen. Deswegen kamen leider auch so wenig Szenen davon, obwohl es wirklich fantastisch war. Was eventuell auch der Grund dafür sein könnte, dass so wenig kam. Also, wir haben jetzt gerade den Film gesehen, waren danach noch lecker asiatisch essen im Restaurant direkt gegenüber, wo auch noch einige dabei waren. Und ich muss direkt einmal als Endfazit sagen, ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute dabei sein werden, dass so viele Leute Interesse haben, mich hier zu sehen. Und es waren Leute dabei, ohne Scheiß, Leute, es waren Leute dabei,
die Sachen gemacht haben, um hier hinzukommen, um mich zu treffen, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel die gute Raupe, grüß dich an dieser Stelle auf jeden Fall, die 120 Euro, glaube ich, um den Dreh, 120 Euro ausgegeben hat, um hier hinzukommen, um sich die Tickets einmal fürs Kino und für den Zug zu kaufen, was erstmal total konfus klingt, was ich aber so bewundernswert finde, weil, ja, für mich einfach diese, ich verstehe das einfach nicht, aber ich find's toll, wirklich, mega, mega toll. Und dann war auch eine Person da, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wer es war, die extra aus Würzburg angereist sind, über 3 Stunden Fahrt auf sich genommen haben, um hier hinzukommen. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin absolut happy und würde so ein Community-Treffen in jedem Fall nochmal machen. Es hat mir so mega viel Spaß gemacht, auch gerade nochmal mit den Leuten essen zu gehen und über den Film zu reden. Und ihr seid einfach genau so, wie ich mir euch vorgestellt habe. Ihr seid 1:1 genau so. Ihr einfach klasse. Man konnte mit euch super reden. Es war eine tolle Aktion. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe jetzt hier eine Tüte voll mit Sachen, die ihr mir geschenkt habt. Da sind Briefe dabei, da sind kleine Geschenke dabei. Und ich bin schon sehr gespannt, was alles drin ist. Das werde ich euch gleich direkt im Anschluss in diesem Vlog zeigen. Ja, bezüglich Fantastic Beasts, ich kann sagen, genial, Leute. Der Film hat es absolut in sich. Es lohnt sich, ins Kino zu gehen. Aber ein genaues Video wird dazu natürlich noch kommen. Das wird jetzt nicht hier in diesem Vlog thematisiert, sondern da wird ein separates Video gemacht, wo ich nochmal speziell auf den Film eingehe. Ob mit oder ohne Spoiler wird sich noch rausstellen. Ich werde auf jeden Fall eine Warnung vorher rausgeben, dass ihr wisst, dass gespoilert wird oder eben nicht, falls es nicht der Fall ist. Und ja, jetzt denke ich, habe ich genug gesagt. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg Richtung nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es natürlich jetzt nicht so umfangreich war, wie es anfangs geplant war. Aber ihr müsst bitte verzeihen, dass ich echt, ja, mit der Lage vielleicht auch ein bisschen überfordert war, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Es war einfach viel toller, als ich es mir jemals hätte ausmalen können. Und mit diesen Worten sehen wir uns gleich wieder beim Auspacken der Geschenke. Ciao, Leute. Piu! So, jetzt sind wir bei mir zu Hause und jetzt haben wir auch endlich das richtige Licht, um das Ganze hier ein bisschen professioneller hinzukriegen. Ich habe hier auf meinem Schoß die Tüte mit all euren Geschenken und die möchte ich euch natürlich jetzt einmal, beziehungsweise auch den Leuten, die natürlich nicht dabei waren, möchte ich das jetzt einmal kurz zeigen und genau demonstrieren, was ich bekommen habe. Und ich, Leute, ich bin hin und weg. Ich habe total viel geschenkt bekommen. Die ganze Tüte ist voll und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es sind auch jede Menge Briefe dabei. Ich hoffe, ich zeige das jetzt auch alles. Ich weiß nur nicht, echt nicht, wie viel das ist. Ich habe nur noch nicht reingeguckt. So, ich hole das immer hier so aus der Tüte raus. Ihr seht, ich habe hier die Tüte und werde das jetzt hier einzeln immer rausholen. Zum Beispiel haben wir hier, oh mein Gott, ist das süß, ein kleiner Hund hier. Hallo, guck mal. Wie cool ist das denn bitte? Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt hole ich mal hier noch ein bisschen mehr raus. Dann haben wir hier noch ein Bild mit ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Community-Mitgliedern. Auch sehr cool. Es war spiegelverkehrt jetzt, aber ich hoffe, man kann es trotzdem sehen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. So, dann haben wir, ich zeig's euch mal ganz kurz. Kann man was sehen? Ja, ist also wirklich voll mit jeder Menge Sachen. Dann habe ich hier einen Brief. Lieber Daniel, da ich nur sehr mäßig zeichnen kann oder malen kann, wollte ich dir ein paar Worte widmen. Wie ich dich überhaupt kennengelernt habe und wie sich das Ganze bis heute entwickelt hat. Kennengelernt habe ich dich durch meinen besten Freund Simon Simba LP. Er zeigte mir deinen Kanal im März diesen Jahres. Ich muss zugeben, am Anfang war ich noch nicht von deinem Kanal überzeugt, doch mittlerweile bist du einer meiner Lieblings-YouTuber und ich schaue deine Videos sehr gerne. Simon brachte mich auch dazu, dass ich mir Twitter hole. Anfangs war ich auf Twitter nur ein kleiner Typ, der mal dies und das twitterte, aber jetzt bin ich immer noch ein kleiner Typ, der jetzt ein Teil der Community sein kann und sich in dieser sehr wohl fühlt. Ja, ich werde den auf jeden Fall gleich nochmal komplett alleine lesen. Aber auf jeden Fall danke dafür, ne, sonst wird das Video zu lang, wenn ich den jetzt komplett vorlese. So, lege ich auch mal beiseite. Wir haben hier, oh Mann, da sind echt viele Briefe dabei, Leute. Ich hoffe, das kriege ich jetzt einigermaßen hin. Da fällt mir auch schon die Hälfte runter. Haben wir hier noch ein Community-Bild, beziehungsweise ein Bild von jemandem. Auch sehr schön. Dankeschön. So, da ist mir gerade irgendwas runtergefallen. Und mein Müll ist voll, ihr seht's. Oh, das sieht cool aus. Guck mal. Da, das sieht ja cool aus. Das kommt an die Wand. Das, finde ich, ist diese Wand da würdig. Das wird da auf jeden Fall dran gehangen. Danke dafür von Annabelle. Danke, Annabelle. So, die Tüte ist immer noch voll. Oh, wisst ihr noch, Leute? Ich habe ja letztens gesagt, dass ich auf einem Petersilientrip bin. Dass ich jetzt momentan auf alles Petersilie haue. Dankeschön.
Oh Mann. Sogar die gute. Das ist die Blattpetersilie, Leute. Die schmeckt viel besser als die Krause-Petersilie. Ich sag's euch, probiert's aus. Petersilie ist geil. Ja, Petersilie ist wirklich geil. Oh, ja, das habe ich auch von einem Zuschauer bekommen. Und zwar vom Simba-LP, vom Simon. Eine Tasche mit meinem Skin drauf. Das ist ja knuffig. Finde ich mega, mega süß. Und danke dafür auf jeden Fall. Da werde ich auf jeden Fall häufiger mal was reintun. So, dann kommt das auch mal weg. Dann gucke ich direkt weiter. Wir haben jetzt hier einen Briefumschlag mit einer schönen Schleife dran. Und zwar habe ich hier ein Zitat von Albus Dumbledore geschenkt bekommen. Und zwar, die Stimme eines Kindes, egal wie ehrlich und aufrichtig, ist bedeutungslos für jene, die verlernt haben, zuzuhören. Ein sehr weises Zitat von Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ja, so ist das. Dankeschön, Dankeschön. Dann habe ich hier... Oh, das sind, glaube ich, auch Bertie Botts Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Vielen, vielen Dank. Lecker, lecker. Oder eventuell auch nicht, je nachdem, wie groß mein Glück ist. Genau, das habe ich auch noch geschenkt bekommen. Das ist Felix Felicis, Leute. Ja, fokussier du Handy. Fokussier doch. Naja, es ist auf jeden Fall Felix Felicis. Eigentlich ist das wohl Currysalz. Laut der Annabelle, glaube ich, war das, die mir das geschenkt hat auch. Mega cool, bin ich gespannt. Und da soll wohl auch irgendwas drin sein. Da gucke ich auf jeden Fall gleich mal direkt rein. Dann haben wir hier noch ein paar Briefe. Ja, Leute, ich werd das in einem separaten Video nochmal machen. Das sind einfach noch ein paar viele Briefe, die hier vorzulesen wären. Und damit der Vlog nicht Überlänge hat, möchte ich das gerne ein bisschen kürzen. Ich werde die auf jeden Fall vorstellen, Leute. Auf jeden Fall in der Let's Build Hogwarts Folge. Hier sind auch noch ein paar andere Briefe drin. Ich hol die mal, versuch die mal alle rauszuholen. Hier ist auch noch so eine Rolle mit drin. Die werde ich auch in einer Let's Build Hogwarts Folge demonstrieren. Und ja, ich glaube, dann war es das so im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank an alle Leute, die dabei waren. An alle Leute, die diesen Tag so besonders gemacht haben. Ihr wart wirklich einfach klasse. Es hat riesen Spaß gemacht und ich kann immer mal wieder sagen, ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf diese ganze Community, auf das, was wir geschaffen haben. Und jetzt tatsächlich haben wir auch im Real Life mal etwas unternommen. Und ich denke, ja, es war einfach rundum gelungen und klasse und toll. Und ich bedanke mich sehr für diesen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir können das beim zweiten Teil von Fantastic Beasts nachholen. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Und ich würde mich freuen, wenn euch dieser kleine, aber unprofessionelle Vlog gefallen hat. Ja, Sprachprobleme habe ich auch schon. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig freuen. Ansonsten könnt ihr diesen Vlog auch gerne teilen oder mich abonnieren. Was auch immer ihr gerne gerade machen möchtet. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video, Leute. Es ist schon dunkel draußen, von daher, tschaußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!